Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Spec Ops The Line. So, ich habe übrigens im letzten Part was, glaube ich, gesagt. Atlantic Colosseum ist natürlich Quatsch. Es ist Aquatic oder Aquatic, wenn man das ausspricht. Colosseum, ja. Hat nichts mit Atlantik zu tun. Aber Atlantik ist ja auch Wasser. Also im Atlantik ist viel, sehr viel Wasser. So, ist ja egal. Die Musik, die ist gerade so ein bisschen komisch. Warum ist hier nichts los? Also bin ich hier im Kreis? Ne, die Leute. Die waren doch vorhin schon, oder? Bin ich hier im Kreis gelaufen? Hä? Jetzt haben wir erstmal Munition ein. Was? Cool? Ist irgendwie cool wo? Bin gerade irgendwie. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen, oder wie? Wo kam der jetzt bitte her? Ich habe da doch alle Gegner schon neutralisiert, sozusagen. Warum ist das so? Ich muss es wieder von da hinten starten. Ich habe gerade schon von da hinten gestartet, weil ich nämlich heute eine neue Aufnahme begonnen habe. Und ich war ja gestern schon ein bisschen weiter, wo ich den Part beendet habe. Jetzt muss ich wieder... Ja, also das habe ich gerade schon gespielt. Jetzt spiele ich es nochmal. Okay, gut. Ich schneide es aber diesmal nicht raus. Und diesmal bin ich ja ganz offiziell gestorben. Und aus diesem Grund mache ich das nochmal, um es vielleicht diesmal besser zu machen. Okay, so nicht. Ja, der Fall mit dem Messer, der ist mir gerade relativ wumpe. Also der Start ist unbefriedigend. Doch, also kann man so sagen, ist eher unbefriedigend. Militäreinheiten erkennt man an den dunklen Uniformen und speziellen Abzeichen. Vorsicht, sie sind gut ausgebildet und schwer gepanzert. Ja, das sind die Typen, die diese, ich habe vergessen, wie die Waffe heißt, mit dem Laser-Zielvisier haben. Die wir im vorletzten Part, glaube ich, kennengelernt haben. Ich komme ja so durcheinander bei den Parts. So, jetzt ganz ruhig. So, erstmal dich jetzt. Schönen Kopf, danke. So, dann ist hier noch der Typ, der ein paar Faxen macht, wie ihr seht. Also die Faxen beherrscht er. So, danke. Ja, das wäre wünschenswert, wenn er liegen bleiben würde. So. Okay, er lebt noch, aber nur so halb. Ich exekutiere ihn aber jetzt nicht im Nahkampf, weil dann werde ich sterben. So, das war's, Nahkämpfer. Geh da weg, Lugo! Hey? Wo? Und exekutiere ich gleich per Hand sozusagen. Ah, da, okay. Ja, ich möchte auf ihn schießen, bitte. Na gut, dann macht ihr das halt. So. Muss das mit dem Scharfschützengewehr aus nächster Nähe, mein Gott. Richtiger Sadist. Na, die Ballen, die stecken einiges weg hier, die Schuhe und Adams, die killen einiges. Ja, der loopt so aus Deckung heraus. Halt nochmal stehen, du Blöder! Gegner erledigt! Ich hab getroffen. Was? Was ist mit dir da hinten? Oh, ich wollte ihn gerade in den Unterleib schießen. Das wäre dann eher ja, schmerzhaft gewesen. Was haben wir denn hier? So. Noch jemand ohne Fahrschein? Ich mag es eigentlich nicht, wenn jemand das sagt, aber ich würde es einfach sagen. Weil es kennt auch jeder diese. Ich glaube aus der Schule oder vom Bund, mein Gott, oder von der Arbeit. Diesen Spruch kennt, denke ich, jeder. Das wäre eigentlich nur ich beschossen, wenn hier 17, gut, eigentlich sind es nur zwei, aber zwei Kollegen sind. Das verstehe ich nicht so ganz. Was kommt da hoch? Oh, ah, wie? Nee, ist noch nicht. Ja, ist gut, das sind die Wasserreserven. Ich meine, die, es war davon auszugehen, dass sie sehr gut bewacht werden. Ist doch so. Oh, hallo? Ah, da! Ah, verdammt nochmal! Großer Fehler.
Geht zwar nur in die Schulter, beziehungsweise Oberarm, aber ist egal, es ist ausreichend. Da müsste rechts einer sein, oder? Ja, da ist er. Der Hals so rum und dann, gut, das war einigermaßen spaßig. Ah, okay. Gegner erledigt! Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Ich wäre jetzt froh, wenn die Musik vorbei wäre, weil das würde bedeuten, Gegner sind weg. Okay, also entweder haben die da irgendwo einen Sammelplatz oder die spawnen da einfach mal, ich weiß nicht. Okay. Also hier laufen wir nur im Kreis, das haben wir ja vorhin schon erlebt. Ach, hier geht's runter. Ne, warte mal. Ich höre was. Das hört sich nach Scharfschützengewehr an, das wäre überhaupt nicht. Wo muss ich denn bitte hin? Jetzt mal ernsthaft. Wo sind meine Kameraden? Da unten. Okay. Ich finde ein Spiel das schön, dass man sich eigentlich nicht verirren kann und eigentlich auch fast immer weiß, wo man hin muss. Betone ich auch fast immer. Also ich denke mal, ich muss halt hier runter jetzt wahrscheinlich. Das hört sich nach Scharfschützen-Typ an. Gegner kommt vom Pool. Der Pool müsste doch da sein. Ich hasse mich. Das war wie bei Medal of Honor Frontline. Die Scharfschützen. Man wird von Scharfschützen ins Visier genommen, weiß aber nicht. Oh. Die ist wieder gestorben, wäre richtig gemeint. Ist das ein anderes Stockwerk? Echt? Okay, das kann ich sofort wieder sagen. Wieder einer! Ich lade nach! Ich muss auch sagen, das habe ich bisher noch nicht so erwähnt, glaube ich. Oder am Anfang vielleicht mal. Dass ich die Grafik von diesem Spiel einfach phänomenal finde, wirklich. Man, klar. Anders kommen wir hier nicht weg. Das Spiel ist von 2012. Aber das berücksichtigt die Grafik echt gut ein. Kill the static! Ja. Dieser Scharfschütze, der geht mir auf den Sack, ne? Nein! Scheiße! Wieso lebt der denn noch, der Pisser? Boah, war das knapp. Das war wegen zwei Dingen knapp. Zum einen, weil ich einfach fast gestorben wäre, weil er mich fast getötet hätte. Zum anderen, ich habe ja blind geschossen, hätte einfach fast hier drauf geschossen. Und bewegt sich! Vorsicht! Oh. Ich werde hier platt gemacht! Also ich komme hier nicht vom Fleck gerade, ne? Das ist echt krass. Das ist echt eine scheiß Position. Brenngranat voll, Munition gesammelt. Also wenig für Schatz war. Okay, ich habe hier kein Schussfeld. Das ist ärgerlich. Ah! Das ist ein MG, der ist nur ein normaler Schuss. Doch, der ist ein MG, natürlich ist ein MG, oder? Da ja, verdammt viele Gegner. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja gut. So, wie war das lustig? Warte mal, wo seid ihr denn alle? Wo ist denn der zweite? Ich sehe da was. Ein Vorlugen, die Mütze. Ja. Und bleib liegen, verdammt! Ja, das wäre wohl echt wünschenswert. Wäre das nur einer? Ja, da. Oh, zwei sogar, ha! Ah. Komm, machen wir's ab. Aber bitte ohne uns zu blenden. Ich hoffe, ich werde nicht
flankiert. Das wäre ärgerlich. So. In die Brust. Oh ja, da kommen einige. Da kommen einige. Scheiße, okay, Kopf. Hab ein! Also der Typ, der da sich gerade verschanzt hat, der hat echt so lang zu leben. Also, so. Besonderes. Ich geh mal näher ran. Die gefallen, dass ich flankiert werde. Okay, das ist nichts. Warte. Hallo, wieso biegt er sich nicht? Nee, das wird nichts mit dem Maschinenschaft zu mir. Er ist ungeschützt! Gegner erledigt! Das war's immer noch nicht. Hi! Okay. Hol mich der Teufel. Ihr lebt noch. Falls das so bleiben soll, empfehle ich das. Hopp, hopp, Leute. Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen. Tja, dann bis dann. Ja. Soll ich ihn abknallen oder machst du es lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, Sie sind bereit, ihn zu zahlen. Ich finde es halt traurig, dass so ein ganzes Bataillon nicht in der Lage ist, die drei Kerle zu töten. Das wird ein heißer Ritt. Halt Kontakt! Feuer frei! So, eine, ich sag mal, Fahrpassage, wie man es nennen kann. Die war auch schwer, nicht wirklich lustig. Oder beziehungsweise auch fühlbar, wenn sich das hier. Die kommt von irgendeiner Führung! Ja. Ich brauch hier Deckung! Also Deckung gegen können wir logischerweise nicht. So, Spacecat, ich hatte eine Menge Geduld mit Ihnen in Kämpfen. Aber wenn Sie denken, ich lasse diese Stadt versorgen, dann liegen Sie völlig falsch. Ja gut, konnte ich viel machen. Ich lebe noch? Ich meine, ich habe dreimal auf das MG-Nest geschossen, also mehr kann ich nicht machen, als drauf schießen. Also kann ja freundlich bitten, dass sie vielleicht aufhören zu schießen, aber... Freiheit ist das, was du aus dem machst, was man mit dir gemacht hat. Also ist jeder Mensch, der arbeiten gehen muss, nicht frei. Oder? Aber man geht gerne arbeiten. Es gibt auch Menschen, die gehen gerne arbeiten. Also beziehungsweise machen den Job, den sie machen, gerne. Ne? Alle Mann festhalten, das wird ein heißer Ritt. Genau. Ja, gut, nur zu Fans, genau. Hab ihn! Rechte Seite!
unendlich Munition. Da müssen die schon mehr bringen, um uns aufzuhalten. So, mein Gott! Aber du zerlegst den. Ups. Arm Kerl. Das heißt arm. Er hat dann gebeten, hallo. Scheiße, die blockieren die Straße. Wir können hier nichts halten, keine Deckung. Ich komme da durch, aber ich muss sie abhalten. Jetzt habe ich mit einem Schuss das Ding kaputt gemacht. Ohne Scheiß. ORPG! Gut, was? Haben wir doch schon das Thema. Ich bin fast durch. Kinders. Wieder einer! So. Souverän. Was wollen die? Die wollen es mir ziemlich gleich. Was? Nachladen. Besser als Nachsicht. Okay. Das Fahren lernen wir noch. In 4 Tagen beginnt diese Stadt zu verdursten. Wie Rix es wollte. Das ist Ihre Schuld, Walker. Sie waren das, nicht ich. Da hat er recht. Talking to me? Na, was willst du? Ja, du suchst Mücke? Ja, komm her. Ja. Das bist immer so laut, hä? Was ist mit dir? Also der Walker scheint gezeichnet zu sein. Was? Hier. So. Okay, gut. Hast gewonnen. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, ja gut. Ich kann mich einfach nicht wehren gerade. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann nichts drücken. Ich kann schon was drücken, aber es bewirkt nichts, wenn ich was drücke. Gut. Ich brauche Hilfe hier. Ich höre euch doch, ihr Idioten. Rix, sind Sie's? Warten Sie. Was? Hier drüben. Rix? Wo sind Sie? Ich sehe nicht. Oh, Scheiße. Moment. Ich hol Sie da raus. Lassen Sie es. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht mit Ihnen. Sehen Sie, wenn die Leute spitz kriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem, ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen.
Los, Walker! Tun Sie's! Bitte! Jo. Ich meine, prinzipiell hätte ich ja gedacht, vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, ihn zu retten, aber das mit dem Feuer, ja, ist ein Argument. Also, deshalb, ich denke mal, der Unterkörper war einfach nicht mehr existent. Ich meine, gut, er hätte dann noch im Rollstuhl sitzen können, aber, ja, gut, er wäre verbrannt, deshalb, ja. Ja, man sieht auch ganz gut, ich will es nochmal zeigen, hallo Walker, da, dass er ziemlich gezeichnet ist jetzt. Also er hat auf einmal auch kurz, also, was heißt Kurzarm, er hat gar keine Ärmel mehr mittlerweile. Ja. Man hat im Laufe des Spiels gesehen, dass er immer, oder alle drei immer gezeichneter aussahen, sprich, die haben Blut im Gesicht gehabt, die haben Ruß im Gesicht gehabt, anderen Schmutz. Aber jetzt mittlerweile ist der einfach nur stehend K.O. Ja, und hier. Walker, kommen! Ja, ich bin hier. Gott sei Dank. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Eine Gazelle. Ich hatte Glück. Und Briggs? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden, schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Hugo? Oh, sorry. Störe ich etwa? Verdammt. Warte, Hugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Wow. Bitte keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung für Verdurstende. Ja, wir haben da ziemlich was angerichtet. Aber wir haben es fürs Beste, als das Beste erachtet. Scheiße, noch mehr Soldaten! Okay. Los in Deckung! Ah, gut, die sind anscheinend zusammen, die beiden. Nicht so schüchtern. Raus damit! Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend durstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nicht ruhen. Was wirst du jetzt tun? Denn die bringen dich um. Marty, Marty, Marty. Nette Gesangsanlage. Hugo, Vorsicht! Was zum Teufel? Ich hab ihn! Weg von mir! Schnauze! Wo denn? Was denn? Wie denn? Wo denn? Warum denn? Ich hab doch keine Waffen. Ich hab eine Waffe, aber ich kann damit nichts machen. Das ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komm nicht durch zu ihm. Ich brauch dich hier.